ich filme mich, es geht in die andere Richtung, verstehen Sie? Wenn ich so mache, dann filme ich mich und nicht Sie, okay? Alles klar? Alles klar? Geht schon los mit den Aggressionen. Vorhin ist einer über die Plakate rübergelaufen und hat da drauf getrampelt. Ja. Also geht schon los mit den Aggressionen. Ja. Also, wir sind hier in Saarbrücken am Platz vor der Europagalerie. Ja, alles in Ordnung, ruhig bleiben, ne? Kein Problem, alles. Scheiß Nazi, ah so, ja, okay. Ja. Siehst du aus? Ja, ja, Dreckspack ist klar. Leute, ja, ja, Allahu Akbar, alles klar. Ne? Also es geht hier schon recht sportlich los. Freunde in Saarbrücken, wir sind hier auf dem Platz vor der Europagalerie. Und was mich ganz besonders gefreut hat, es sind hier Sympathisanten, ein afrikanischstämmiger Christ, der aus dem Kongo ist und der jetzt in der Nähe von Paris lebt. Er hat zu mir wortwörtlich gesagt, so eine Kundgebung wäre in Frankreich nicht mehr möglich. Das sind, wie er sagt, einige kleinere Städte, so zwischen 40.000 und 100.000 Einwohnern, schon mehrheitlich muslimisch. Auch die Vorstädte von Paris, also da, die sind uns ein paar Jahre voraus. Ich meine, jeder, der die Beobachtung, der die Entwicklung in Frankreich verfolgt, weiß, dass es stimmt. Aber wenn man es dann jetzt nochmal wirklich live von jemandem hört, der dort lebt und der das wirklich also eindringlich bestätigt und der jetzt auch extra aus Paris hergekommen ist. Ja, er hat sich in den Zug gesetzt gestern, ist hierher gekommen nach Saarbrücken und ist hier, um die Kundgebung mitzuverfolgen. Ja. Und da haben wir auch hier das Plakat hier von dem Innenminister Darmanin, ja, der ja algerischstämmig ist, aus einer islamischen Familie stammt und der dann selber sagt, der politische Islam ist der Todfeind der Republik. Also das ist wirklich, Frankreich ist ein paar Jahre voraus und ist uns ein warnendes Beispiel, was uns in ein paar Jahren droht. Wenn wir jetzt nicht echt massiv dagegenhalten und die Politik unter Druck setzen, dass sie etwas tun. Dann war eine Lehrerin aus Kasachstan bei uns. Ja? Die hat in Kasachstan jahrzehntelang Unterricht gegeben. Als dann die Sowjetunion auseinandergebrochen ist, dann war ja Kasachstan unabhängige Republik und da waren dann die Moslems an der Macht. Und da hat sie gesagt, ab da war es unerträglich. Ja, da wurde also das Leben für Nicht-Moslems wurde wirklich zur Hölle. Die mussten dann raus. Und ihnen wurde auch gesagt, entweder haut ihr ab oder wir werden euch das Leben so schwer machen, dass ihr abhaut. Ja. Und ja, das sind immer die gleichen Mechanismen. Überall, wo der Islam, der politische Islam an die Macht kommt, überall dort ist Unterdrückung, ja, werden andere Religionsangehörige, werden diskriminiert, verfolgt und eben vielfach auch getötet. Ja. Und es ist wirklich eine schlimme Entwicklung, der wir jetzt entgegentreten müssen. Ja. Und jetzt merkt man auch schon, dass, bei uns die Zustände immer schlimmer werden. Wir werden es auch heute hier erleben. Und ich kann wirklich nur sagen, wer in der Nähe hier ist, im Raum Saarbrücken, ihr könnt noch kommen. Ja, in einer halben Stunde geht's los. Live-Übertragung zwar immer auf EWO live auf YouTube, aber vor Ort sein ist jetzt extrem wichtig. Also wer in Saarbrücken oder in der näheren Umgebung ist, kommt, Freunde, kommt.